Wagen 23, Wagen 23, fahren Sie zu Jerry's Bar 47, Harper Street. Anhalt. Wiederhole Jerry's Bar 47, Harper Street. Dieser Wagen da steht im Parkverbot. Dreh um. Länger als eine Stunde wird das nicht dauern. Es ist nur eine Routineuntersuchung. Ist gut, dann hole ich dich hier wieder ab. Ja, danke. Oh, oh. Da ist Titus. Er hat uns auf frischer Tat ertappt. Wobei denn? Beim Atmen. Wenn ich das tue, ist das ein Verbrechen. Stimmt was nicht, Herr Beauty? Sie stehen hier im Parkverbot. Das Schild ist doch nicht zu übersehen. Ich wollte nur Lottie May absetzen. Das stimmt, Officer. Ich habe hier einen Termin im Ärztezentrum. Ich sehe nicht, dass Sie aussteigen. Ich verwarne Sie wegen unerlaubten Parkens, Blockieren zu einer Ladezone und wegen uneinsichtigen Verhaltens gegenüber einem Police Officer. Das klingt doch wieder nach einer der Schikanen Ihres Sheriffs. Stimmt's, Sheriff? Reg dich nicht auf, Lynn. Dadurch machst du alles nur noch schlimmer. Wenn Sie klug sind, verschwinden Sie aus dieser Stadt. Am liebsten ins Gesicht werfen. Eine tolle Idee. Dann könnte er dich legal aus der Stadt ausweisen. Field. Guten Tag, Lane. Lottie May. Hallo, Field. Wie geht's dir? Viel besser, danke. Warte mal. Ach, das ist das Dumme an einer Kleinstadt. Man trifft immer wieder auf Leute, die man nicht sehen will. Manchmal trifft man aber auch die, die man sehen will. Ich muss jetzt los. Ich komme schon zu spät. Wiedersehen. Was hast du denn eigentlich da? Oh, das ist nicht dein Problem. Weißt du, Lane, wenn du ein Problem hast, habe ich ein Problem. Jetzt wird Titus dich dafür büßen lassen. Er ist für mein Privatleben nicht zuständig. Hoffentlich stehst du dazu. Das ist der einzige Weg, um nicht unterzugehen. Also dann... Mach's gut, Field. Wiedersehen. Lane? War schön, dich zu sehen. Ja. Komm schon, komm. Na los, los, los. Du wirst es wohl nie lernen, mein Jungchen. Nicht, wenn es sich um Lane Bellew dreht. Und halt es, ich habe deine Zurechtweisung satt. Ich versuche dich zu schützen, mein Junge, und nicht zurechtzuweisen. Das solltest du mal einsehen. Lass sie endlich in Ruhe. Hast du das verstanden? Aber, jetzt reg dich doch nicht gleich so auf. Konzentrier dich lieber auf die Wahlkampfrede, die du an diesem Wochenende in Tallahassee halten wirst. Also mach dir deswegen mal keine Sorgen. Ich freue mich, dass er diese kleine Reise macht. Es ist für dich und Constance eine zweite Hochzeitsreise nach diesem schlimmen Erlebnis auf dem Schiff. Und dadurch... bleibst du auch von diesem Flittchen weg. Also gut. Der Vertrag erscheint mir so in Ordnung, Mr. Polanski. Ich unterschreibe. Ich hoffe, dass die Belegschaft zufrieden sein wird. Ich will hier keine wilden Streiks. Die Männer werden morgen früh wieder an die Arbeit gehen. Gut. Ein unangenehmer Vertrag. Naja, der wird unsere Betriebskosten um 15% erhöhen. Sehr bedauerlich, dass Sie sich mit ihm arrangieren muss. Ich konnte das nicht länger durchhalten. Ich war schon jetzt gezwungen,
ein halbes Dutzend Großaufträge abzusagen. Wir sitzen ganz schön in der Klemme hier in Truro, Titus. Wenn Sie mal darüber nachdenken und bedenken Sie meine Verantwortung als der größte Arbeitgeber in der Stadt. Tja, wenn diese Fabrik untergeht, geht die Stadt mit unter. Und wir wissen alle, dass das Erfolgsgeheimnis des Südens die niedrigen Arbeitslöhne gewesen sind. Das alles ändert sich jetzt. Und wo holen wir unseren Gewinn her? Wenn wir überleben wollen, müssen wir die Fabrik modernisieren, auf den neuesten Stand bringen. Und das wird Geld kosten, eine Unmenge Geld. Sie verkaufen das Land von Eudora an Sam Curtis und haben alles Geld, das Sie brauchen. Dafür gibt sie nie ihr Einverständnis. Sie müssen der Realität ins Auge sehen. Ich verstehe, was Sie empfinden, aber dieses Land ist das einzig flüssige Kapital, das Sie haben. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Ja. Tada! Hier sehen Sie es, das Kleid, das die zukünftige Senatorenfrau in Tallahassee tragen wird. Ach, vielen, mein Schatz, es wird wie eine zweite Hochzeitsreise werden. Schatz, gefallen dir diese Kleider? Gefällt dir dieses Rote für das Dinner am Freitag? Constance, drei Kleider für ein Wochenende, oh Liebling. Ist das nicht ein kleines bisschen übertrieben? Wir hatten uns auf eins geeinigt. Aber, ich muss doch gut gekleidet sein. Wohlhabend zu wirken ist sehr wichtig für einen Mann. Findest du nicht auch, Daddy? Sicher, Schatz. Wenn man arm erscheint, hat man keinen Erfolg. Ich kann mir das nicht leisten. Oh. Phil denkt an seine Selbstachtung, Constance. Und die ist wichtiger als deine Wirkung in der Öffentlichkeit. Naja, aber Mama, mir scheint beides sehr wichtig zu sein. Außerdem, wenn Field für den Senat kandidiert, kann ich doch wohl kaum in abgetragenen alten Sachen rumlaufen. Das freut mich sehr, dass du dich erinnerst, dass ich der Kandidat bin und nicht du. Du wirst noch feststellen, dass es sich auszahlt, wenn jemand, der siegen will, auch so aussieht. Claude, überlass das jetzt bitte Fielding und Constance. Sie werden das untereinander klären müssen. Da gibt es wirklich nichts mehr zu klären. Du wirst morgen zwei von diesen Kleidern zurückgeben. Das kann ich nicht. Field, das ist eine Demütigung. Es wird viel demütigender sein, wenn die Rechnung eintrifft und ich kann sie nicht bezahlen. Na gut, mach dir deswegen keine Sorgen. Ich bin sicher, Daddy wird uns ganz bestimmt helfen. Oh nein, 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 Constance. Die Schlichtung des Streiks war sehr kostspielig. Dein Vater und ich können das nicht. Also einen Moment mal, einen Moment. Wir werden das erledigen. Du kriegst, was du brauchst. Oh, Daddy, danke sehr. Ich wusste, du würdest das verstehen. Ich weiß das zu schätzen, Claude. Danke sehr. Aber ich kann es nicht zulassen, dass du die Kleidung für meine Frau zahlst. Jetzt fühle ich mich nicht in deiner Ehre gekränkt. Es ist unsere Pflicht und es ist uns ein Vergnügen, dir bei deinem Aufstieg zu helfen. Da das jetzt geregelt ist, entschuldige mich bitte. Titus, ich habe meine Meinung geändert wegen des Landes. Sagen Sie Sam Curtis, dass ich bereit bin, mit ihm zu verhandeln. Gib mir mal die Zeitung rüber. Selbstverständlich, Sam. Danke. Ihr versprüht ja wirklich eine tolle Laune. Hörst du jetzt vielleicht mal mit dem Geklimper auf? Komm her, mach ein bisschen mit hier. Los. Ich habe aber gar keine Lust dazu. Wohin gehst du? Weiß ich nicht. Einfach irgendwo hin, wo ich mir keine Gedanken machen muss. Du bist auch nicht gerade der charmante Märchenprinz. Ja, das glaube ich auch. Vielleicht hätte ich ihr ein Dutzend Rosen kaufen sollen und mich dafür entschuldigen, dass ich ihr das Frühstück verdorben habe. Höflich könntest du wenigstens sein. Ich bin nicht der Grund, weswegen sie hier den Kopf hängen lässt. Du hast doch gesehen, wie sie auf dem Flugfeld zu Field gerannt ist, oder? Er wurde beinahe getötet. Du kannst ihr nicht übel nehmen, dass sie sich Sorgen gemacht hat. Das waren nicht nur Sorgen. Lass ihr Zeit, Sam. Mit Field ist es aus. Da wäre ich mir aber nicht so sicher. Also wirklich nicht. Was machst du denn hier? Ich bin dir nachgefahren. Oh, geh weg, Field. Lane, wir können uns nicht länger aus dem Weg gehen. Du bist verheiratet. Das ändert auch nichts daran, was ich für dich empfinde.
Lane, liebst du mich noch? Weißt du, die ganze Zeit auf diesem Schiff, als ich nicht wusste, ob ich leben oder sterben würde, habe ich immer nur daran gedacht. Da bin ich nur mit Constance verheiratet. Und du bist die Einzige, die ich je begehrt habe. Bitte lass das doch, Field. Das ist vorbei. Nein, es muss nicht vorbei sein, Lane. Wir können jetzt auch noch zusammen sein. Wie? Wir können zusammen wegfahren. Auch wenn es nur kurz ist, aber wir können wegfahren. Wie stellst du dir das vor? Ich muss nach Tallahassee. Willst du nicht mitkommen? Und was ist mit Constance? Ich muss dort eine Rede halten. Morgen. Bitte komm doch mit. Ich weiß nicht. Bitte. Bitte sag nicht nein. Bitte, Lane. Ach, Field. Abendessen vermisst. Tut mir leid. Constance, wegen unserer Streite ist heute Morgen beim Frühstück. Ach, Schatz, es ist schon gut. Ich weiß ja, du musst dich um vieles kümmern. Ja, muss ich, aber das ist noch kein Grund, dich zu vernachlässigen. Also gut, ich verzeih dir. Naja. Ich glaube, du wirst mir noch viel mehr verzeihen müssen. Was meinst du damit? Ach, ich komme gerade aus der Wahlkampfzentrale. Anscheinend haben sich unsere Pläne für Tallahassee geändert. Ach, meinst du, wir fahren nicht hin? Nein, das ist es ja gerade. Ich fahre, aber du nicht. Soll das heißen, du fährst da ohne mich hin? Hör mal, Constance, ich wollte das nicht. Darum komme ich ja so spät. Ich habe mich mit dem Komitee rumgestritten. Nur ich habe dabei verloren. Also das verstehe ich nicht. Sie haben ein derartig volles Programm für mich ausgearbeitet. Ich meine, da ist überhaupt keine Zeit, dass wir zusammen sein können. Gar keine. Wir können doch vielleicht zusammen essen. Nicht mal das kann ich dir versprechen. Aber du musst doch auch schlafen. Constance, Politiker sind doch für ihre langatmigen Reden bekannt. Also wer weiß, wann diese Veranstaltungen vorbei sind. Und ich will einfach nicht, dass du in irgendeinem schäbigen Hotelzimmer auf mich warten musst. Field, ich könnte mich doch wirklich selbst beschäftigen. Constance, bitte versteh das. Das ist doch ganz neu für mich. Ich muss voll konzentriert sein. Und wie kann ich mein Bestes geben, wenn ich dabei eigentlich nur an dich denke? Na gut. Daddy hat mir gesagt, dass die Frau eines Politikers lernen muss, Opfer zu bringen. Na komm, sieh mal. Das ist doch erst der Anfang. Es wird noch so viele Reisen geben. Sicher wird es die geben? Ja, ganz sicher.
Das Lösegeld muss zurückgezahlt werden. Das Feuer hat uns auch nur geschadet. Und diese Papierfabrik ist unsere Zukunft. Wir müssen modernisieren. Und das Land liegt nur so da. Auch wenn es wie ein Aktivposten aussieht, es ist keiner. Es liegt still. Totes Kapital. Du hast dieses Land schon verkauft, nicht, Claude? Ja, das habe ich, Schatz. An wen hast du es verkauft? Aber Jutta, Schatz. An wen hast du es verkauft? An Sam Curtis. Sam Curtis. Du durftest dieses Land nicht verkaufen. Dieses Land war für unsere Kinder gedacht und für unsere Enkelkinder. Das werde ich dir niemals verzeihen. Niemals! An was denkst du? Ich denke daran, wie glücklich ich mich fühle, wenn ich mit dir zusammen bin. Wir gehören zusammen, das weißt du, Lane. Wie wichtig ist deine politische Karriere für dich? Naja, ich erinnere mich nur daran, dass mein Vater sich das immer für mich gewünscht hat, dass ich in die Politik gehe. Und ich dadurch eines Tages in einer Position wäre, diesem Staat zu dienen, den er so geliebt hat. Naja, aber was ist mit dir? Was willst du denn? Also, das war der Traum meines Vaters. Sein Traum bis zu seinem Tod. Aber jetzt ist es mein Traum, Lane. Das ist meine Chance. Ich will das mehr als alles andere auf der Welt. Aber ich möchte, dass du dazugehörst. Ich möchte, dass du das alles mit mir teilst, Lane. Einfach alles. Was tun Sie denn, Lady? Zählen Sie die Autos? Komm schon, sag mir jetzt die Wahrheit. Sag schon, dass du dein Leben nicht mit mir teilen willst. Ich würde es liebend gern mit dir teilen. Aber unter den jetzigen Umständen ist das wohl nicht gerade sehr realistisch, oder? Umstände? Umstände können sich ändern. Einige ja, aber nicht alle. Weißt du, Field, ich bin wirklich ein sehr zurückhaltender Mensch. Ich weiß nicht, ob ich glücklich wäre im öffentlichen Leben. Ist das dein Ernst? Lady, hören Sie, ich bin auf dem Weg nach oben. Ich meine, das wird genauso werden, wie ich es sage. Und ich werde dir alles geben können, was du dir wünschst. Sicherheit, Macht, viel Geld, Liebe. Ich will nur eins, dich. Die Spende für den Carlisle-Senatorenwahlkampf war wie hoch? Eudora, was hast du gesagt? Wie hoch war sie? Entschuldige, bitte. Du hast mir ja gar nicht zugehört. Was ist denn los mit dir? Claude. Claude ist der Grund. Er hat mein Land verkauft. Mein Land. Das Land meiner Familie. Und das hat er getan, ohne mich auch nur gefragt zu haben. Vielleicht hat er einen guten Grund. Verteidige ihn nur nicht. Wieso bist du denn so wütend, Eudora? Das kann nicht nur das Land sein. Ach, Elmo, du kennst mich so gut. Nein. Nein, es ist nicht nur das Land. Erklär mir das, Elmo. Erklär mir, wieso mein Mann von zu Hause aus Telefongespräche führt mit Lutie Mae Sanders. Eudora, Claude liebt dich. Es kann gar nicht sein, was du denkst. Er hat sie wegen Constance angerufen. Wieso? Ich finde, du solltest lieber Claude fragen. Ich kann Claude nicht fragen! Er ist unfähig, mir ehrlich zu antworten. Sie schaffen das ganz sicher. Ich brauche für heute Abend noch eine Sängerin. Wissen Sie jemanden, der einspringen könnte? Ja, meine Schwester. Ja. Sie gehörte früher zu unserer Combo, bevor sie geheiratet hat. Ich bezahle ihr $50 für den Abend. Das ist doch großartig. Also gut, bis heute Abend. Wo ist sie, Lutie Mae? Wie geht's dir, Sheriff? Die Bar ist noch nicht offen, aber komm, ich gebe dir einen aus. Lutie Mae. Mhm. Wo ist sie hingefahren? Ach, von wem redest du denn überhaupt? Das weißt du verdammt gut. Von Lane Ballou.
Die hat nur heute Abend frei. Verkauf mich nicht für dumm, Luti May. Ich habe gerade Constance Weldon getroffen. Tatsächlich? Und wie geht's ihr? Sie macht einen sehr deprimierten Eindruck. Field ist nach Tallahassee gefahren, aber ohne sie. Es tut mir sehr leid, das zu hören. Aha. Also es erscheint mir doch sehr verdächtig, dass ein Mann in allerletzter Minute seine Meinung darüber ändert, ob er seine Frau mitnimmt auf eine Wahlkampfreise. Worauf willst du hinaus, Titus? Sowas ist doch kein Zufall. Darauf will ich hinaus. Also, wo ist sie hingefahren? Constance ist deine Tochter. Beschützt du etwa dieses Flittchen gegen dein eigenes Kind? Vergiss nicht. Ich kann deinen Laden jederzeit dicht machen. Und zwar einfach so. Titus! Lane ist nach Tallahassee gefahren. Mit Field? Ja. Verdammt, und du solltest doch auf sie achten. Warum hast du sie nicht aufgehalten? Ich bin hier ihre Chefin, Titus, nicht ihr Gefängniswärter. Werd nicht laut, wenn du mit mir sprichst. Ich habe große Pläne mit Field Carlyle. Wenn sie die kaputt macht, jage ich dich sofort aus der Stadt. Hast du das verstanden? Daddy, ich wäre froh, wenn du dieses Land nicht verkauft hättest. Ich wollte hier eines Tages mal eine Ranch haben. Ihr könnt immer noch großartig Pferde züchten. Aber es spricht doch nichts dagegen, dass Field und du eine Ranch haben können. Es gibt hier in der Gegend genug geeignetes Gelände. Daddy, ist das wirklich dein Ernst? Ja, natürlich. Wenn wir erst Verbesserungen in der Fabrik durchgeführt haben, erwarte ich, dass sich der Gewinn verdoppelt. Und ich will dir was sagen. Pferdezucht kann eine gute Abschreibungsmöglichkeit sein. Daddy, ich bin mir ganz sicher, dass du der klügste Geschäftsmann auf der ganzen Welt bist. Lass uns einen kurzen Galopp einlegen. Wollen wir? Also los, vorwärts. Oh. Gut. Entschuldigen Sie, Curtis. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass hier noch jemand reitet. Auf einem Pferd kriegt man am besten ein Gefühl für neues Land. Und wie gefällt Ihnen dieses Gefühl für meinen Besitz? Ach, meinen Sie jetzt das Land oder das Pferd? Nun, eigentlich sollte beides mir gehören. Errungenschaften sind eine Leidenschaft von mir, Mrs. Carlyle. Besonders, wenn es sich um edle Pferde handelt. Und um edle Frauen. Und ich bin wohl als Nächste an der Reihe. Constance, komm jetzt, reiten wir. Also los. Ach, Daddy, das war doch nur ein Scherz. Wissen Sie, Mr. Curtis, ich habe Ihnen noch gar nicht richtig gedankt, dass Sie uns das Leben gerettet haben. Aber es war mir doch ein Vergnügen, einem jungen Mädchen aus einer Notlage zu helfen. Die Weldons werden Ihnen dafür ewig dankbar sein, Mr. Curtis. Ich bin heute trotzdem ein kleines bisschen verstimmt über Sie. Wieso, was habe ich getan? Warum haben Sie meinen Mann ohne mich nach Tallahassee geschickt? Oh. Was soll das bedeuten? Dachten Sie, ich wäre ihm nicht von Nutzen bei seinem Wahlkampf? Doch, natürlich sind Sie von Nutzen, Mrs. Carlyle. Aber da geht es um reine Politik. Verrauchte Räume, Komiteesitzungen und sowas alles, das verstehen Sie doch. Ja, das verstehe ich. Wissen Sie, ich bin überrascht, wie Sie mit dem jungen Tier fertig werden. Es ist gerade erst zugeritten. Ein Pferd ist wie eine Geliebte, Mrs. Carlyle. Man reitet sie am besten sanft zu und hält sie dann fest am Zügel. Schönen Tag noch. Er benimmt sich wie ein arroganter Eroberer. Vorwärts. Ich weiß. Das macht ihn ja gerade so faszinierend. Telefonieren.
Lass mir 2 Minuten Zeit und ruf mich dann an, ja? Es wäre schön, wenn es auch anders ginge. Das finde ich auch. Danke. Kann ich was für Sie tun? Ja, ich hätte gern mein Glas Weißwein. Hier. Auf meine Rechnung, Süße. Nein, danke. Ich erwarte jemanden. Seien Sie doch mein Gast, während Sie warten. Das möchte ich aber nicht. Warum denn nicht? Was kriegen Sie? Das übernehme ich. Nein, das tun Sie nicht. Hey, bleiben Sie doch hier. Mit mir kriegen Sie viel Spaß. Field in Carlisle, bitte. Hallo? Field, ich bin's. Ja gut, komm auf 214. Gut, bis gleich. Gern mit Mr. Fielding Carlisle sprechen. Das tut mir leid, ich darf in Mr. Carlisles Zimmer nicht anrufen. Er hat darum gebeten, dass man ihn nicht stört. Aber es geht um einen Notfall. Ich muss mit ihm sprechen. Ich darf Sie nicht verbinden, Ma'am. Das wäre gegen die Regeln unseres Hauses. Können Sie ihm eine Nachricht zukommen lassen? Erst, wenn er sich bei uns meldet. Also, wenn er sich dann bei Ihnen meldet, bitten Sie ihn, dass er Lutti Mae Sanders anruft. Er hat die Nummer. Es ist wirklich dringend. Danke sehr. Sie sind den ganzen Abend ziemlich still gewesen, meine Liebe. Oh, ich vermisse bloß Field. Ich frage mich, warum er nicht angerufen hat. Wahrscheinlich hat er die Nummer vergessen. Wahrscheinlich sitzt er in einer Besprechung fest. Nun ja. Wie dem auch sei, ein Mann, der von seiner Frau getrennt ist, kann sich wirklich sehr einsam fühlen. Und durch diese Einsamkeit kann die Versuchung für ihn sehr groß werden. Ich glaube, Fielding kann der Versuchung für ein Wochenende widerstehen, Sheriff. Oh, das ist die schlimmste Zeit, wenn ein Mann unterwegs ist, Eudora. Und all diese Geschichten über die ausschweifenden Kongresswochenenden. Wisst ihr, vielleicht sollte ich ihn tatsächlich anrufen. Noch besser wäre es, ihm Gesellschaft zu leisten. Nach Tallahassee fahren? Sie meinen jetzt sofort? Na, Kleines, Sie hätten von vornherein mit ihm fahren sollen. Die Frau des Kandidaten sollte während des Wahlkampfes immer bei ihm sein. Besonders in der Öffentlichkeit. Das ist besser für sein Image. Also das reizt mich wirklich. Das wäre doch lustig. Es ist 9:30 und eine lange Fahrt dorthin. Daddy, das ist die Sache doch wert. Ach, Constance, ich würde dich aber gar nicht gern diese lange Strecke nachts allein fahren lassen. Ihre Mutter hat recht, aber Sie brauchen ja gar nicht zu fahren. Ich kann Sie dorthin fliegen lassen. Sie organisieren mir ein Flugzeug nur für mich? Ja, sicher. Packen Sie schnell, es wird auf Sie warten. Sheriff, Sie sind wirklich ein großer Schatz. Und Constance, rufen Sie Field nicht an. Es ist doch viel romantischer, ihn zu überraschen. Da haben Sie recht. Lane? Ich bin hier drüben.
Hallo. Was ist denn mit dir, Liebling? Kannst du nicht schlafen? Ich will gar nicht schlafen. Ich möchte diese Nacht niemals vergessen. In der ganzen Zeit, in der wir getrennt sein müssen. Du, keine traurigen Gedanken heute Nacht. Sei einfach nur glücklich. Es macht mir schon Angst, wie glücklich ich bin. Ja, es macht mir auch Angst. Du weißt, dass es nicht einfach wird, Field. Nichts ist einfach. Denk nur immer daran, wo ich auch bin. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich möchte, dass dieser Augenblick ewig dauert. Wir bitten alle Fluggäste der Sondermaschine nach San Francisco weiterhin um Geduld. Der Abflug wird sich voraussichtlich um 2 Stunden verspäten. Mrs. Carlyle? Ja? Zum Fremont Hotel? Oh ja, genau. Danke sehr. Sam, du bist doch mein bester Freund. Wenn du mit mir rumspielst, wird sich das auch nicht ändern. Ach, Lutti Mae, du kennst mich zu gut. Das sollte ich ja mittlerweile auch. Hey, Sam. Wir kennen uns jetzt schon viele Jahre. Und das werde ich auch nie vergessen. Ich war verrückt nach dir, Baby. Naja, wie konntest du auch widerstehen? Für mich warst du auch wirklich was ganz Besonderes. Wir hatten schon sehr viel Spaß. Und ich vergesse dir nie, wie du mir zu meinem Start das Geld geliehen hast. Ach, daran denkst du immer noch? Du wärst auch ohne mich nach oben gekommen. Du warst schon immer ein sicherer Gewinner, Sam. Und du auch, Baby, du auch. Ach, verflucht. So etwas hat noch nie eine Frau mit mir gemacht. Es macht mich wahnsinnig, dass sie mit ihm zusammen ist. Du wirst darüber hinwegkommen. Tut mir leid, Mrs. Carlyle. Wir haben die Anweisung, dass wir Ihren Mann nicht stören dürfen. Es wäre gegen die Vorschriften, wenn ich Ihnen die Zimmernummer gebe. Ach, ich nehme an, dass er jetzt schläft. Aber... seine Frau hat auch ein Recht auf Schlaf, finden Sie nicht? Da haben Sie natürlich recht. Wenn ich jetzt einfach ganz leise zu ihm ins Bett schlüpfe, glaube ich nicht, dass ich meinen Mann allzu sehr stören würde. Mich würde das bestimmt nicht stören, Mrs. Carlyle. Er hat das Zimmer 214. 214, danke sehr. Nein, nicht. Hör jetzt auf damit. Komm jetzt. Erst wenn du mir versprichst, dass du aufhörst, mich zu kitzeln. Ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Das ist ein typischer Politikerspruch. Jetzt habe ich dich genau dort, wo ich dich haben will. Was? Was ist? Hallo Schatz, rate, wer da ist. Das ist Constance. Field? Ja, ich komme. Das ist die Überraschung. Oh, Schatz, sag mir nicht, dass du zu verblüfft bist, um mir guten Tag zu sagen. Ich hatte geschlafen. Also, dann wachst du jetzt besser ganz schnell auf, denn ich habe noch eine Überraschung für dich.
liebe es. Busbahnhof, ja? Es war furchtbar, Ludie May, als sie dort an die Tür geklopft hat. Aber was hattest du denn erwartet? Das ist doch ihr gutes Recht. Glaubst du, dass Constance irgendwas geahnt hat? Nein, sie war zu glücklich. Ich verstehe einfach nicht, wieso sie aufgetaucht ist. Das war doch überhaupt nicht zu erwarten. Doch, für mich schon. Titus hat sie geschickt. Was? Ich hab's ihm erzählt. Du hast Titus das erzählt von Field und mir? Ich wollte es ja nicht. Er Ludie hat mich May, gezwungen. Warum? Er hat mich gezwungen. Er drohte mir, meinen Laden zu schließen. Und warum hast du uns dann nicht mal angerufen, um uns zu warnen? Das habe ich ja versucht. Aber Field hatte angeordnet, dass man ihn nicht anrufen soll. Ich konnte euch nicht erreichen. Es tut mir so leid, Lane. Sehr, sehr leid. Dann haben wir Ihnen das zu verdanken. Ich habe dich schon tagelang angerufen. Wieso bist du nicht rangegangen? Was soll denn das bringen? Ist das wegen Tallahassee? Ja, wegen Tallahassee. Was hätte ich denn da machen können, Lane? Nicht an die Tür gehen? Ich meine, mich überhaupt nicht um sie kümmern? Oder hätte ich sie vielleicht hereinbitten sollen? Wir alle drei hätten uns dann hingesetzt und etwas miteinander geplaudert. Nein, du hast schon genau das Richtige getan. Du hast getan, was du tun musstest. Lass uns nicht mehr darüber reden. Nein, ich will dich nicht verlieren. Wir haben zu viel gemeinsam. Was meinst du denn damit? Wir beide haben gar nichts. Titus will nicht, dass wir zusammen sind. Geht das dann gar nicht in deinen Kopf hinein? Lane, das ist mir doch völlig egal, was Titus will. Er kann doch nicht rumlaufen und sein ganzes Leben nur hinter uns herspionieren. Field, sei mal realistisch. Eine Beziehung wie unsere ist schon schwierig genug, wenn man sie geheim halten muss. Aber gegen einen so gefährlichen Feind wie Titus kann sie nicht bestehen. Er wird sie in den Schmutz ziehen. Und dann wird daraus Hass. Und ich möchte dich niemals hassen, Field. Wir können das alles schaffen, ich weiß das. Geh zurück zu deiner Frau. Es ist Schluss mit uns. Es ist Schluss.